liebe Aufrufer, Lichtgeschwindigkeit heute am 1. Juli, Freitag, 1. Juli 2011, und ich muss mal ein ernstes Wort sprechen. Die Abhaspelung der Tagesthemen unterschreitet meine Intelligenz, das beleidigt mich unter dem Umstand, dass diejenigen, die diese öffentliche Luftverschmutzung betreiben, ich als über mir stehend sehen würde. Es beleidigt mich insofern nicht, dass sie natürlich nicht über mir stehen, sofern ich das nämlich durchschaue, kann mich das allerdings unwahrscheinlich von den wichtigen Dingen des Lebens abhalten. Und das möchte ich jetzt mal hier sagen. Wir haben zu Zeiten Herodes, also um Christi Geburt, hier die Bildzeitung noch nicht gehabt, aber die Niedlichkeit gab es schon immer. Und da lebte man in der Levante, das ist das heutige Gebiet von Palästina, in dem auch die 13 Staaten waren, einer davon hieß Judäa, herrschte das römische Imperium, römisch. Man schrieb als Schrift griechisch, die Leute dort sprachen aber aramäisch, hebräisch und sonstige semitische Mundarten. Lesen und Schreiben war ja noch nicht so besonders verbreitet zu der Zeit unter den Nicht-Alphabeten. Zu dieser Zeit gab es also schon Statthalter. Wir haben heute ein Problem, in dem spezialintelligente Menschen, wie beispielsweise der inzwischen ja historische Albert Einstein, nachweislich in mancher Hinsicht intelligenzbegabt, der konnte sogar auf einer Geige dudeln, etwa so wie ich auf der Gitarre dudele, der aber trotzdem auf anderen Bereichen dann gehört wurde, weil er eben Einstein war und ziemlich dummes Zeug erzählt hat. Zum Beispiel hat der Einstein also das Thema Weltregierung gewünscht, er wünschte sich eine einheitliche Weltregierung. Und ich kann nur sagen, das ist eine große Dummheit und will es beschreiben an dem Ernst der Lage, von dem ich hier gerade reden möchte. Nämlich, es ist ein großer Segen, wenn es immer noch irgendwelche Drahtzäune oder Mauern gibt oder so, ein Mittelmeer, über das man zur Not entkommen kann, ohne es unbedingt auf der anderen Seite viel besser zu haben, aber sozusagen eine Art Neustart noch möglich ist, durch abgegrenzte Lebensräume. Die werden aber, seitdem der Warschauer Pakt verschwunden ist, die Sowjetunion aufgelöst ist, werden diese Lebensräume immer mehr übernommen vom militärischen Komplex dieser Welt, der weitgehend nicht staatlich verankert ist. Man sagt immer, die Amerikaner, das Kapital und so weiter, aber es sind alles nur Irreführende. Auch die Juden ist irreführend. Es geht um ein spezifisches Manipulationsmachtgespenst mit internationalem Kapital, international. Und das hat inzwischen an den Rändern immer mehr Überhand genommen. Also nicht nur, dass es in Form der NATO in der Türkei Russland bedroht oder dass es überall, wo unabhängige politische Gebilde noch sich erwehren gegen diese manipulative Kapitalmacht, dann mit Hilfe dieser Militärmacht diese Unabhängigkeit zerstört wird. Und zwar eigentlich gegen jedes Recht, gegen jedes Bill of Rights, gegen jede Constitution, gegen jede Humanität, gegen alles. Das beste Beispiel ist jetzt Libyen. Ich rede nicht von der Frage, was Gaddafi oder irgendjemand für ein Gespenst sein mag, sondern die Behauptung, die bei uns jetzt offiziell in der Tagesschau verbreitet wird, die Gegenregierung wird jetzt von französischem Militär bis zum Sieg geführt. Es gibt in der Stammeskultur, in dem heutigen Gesellschaftszustand von Libyen, nicht eine Regierung und eine konterrevolutionäre Regierung oder so, sondern das ist sind vielfältige Stämme, das lässt sich nicht vergleichen mit Ägypten oder anderen Tunesien, einer Demokratie gewissermaßen. Hier ist die Rede von Sprachlüge zur Herrschaft der manipulativen Macht. Wie kann es sein, dass Susanne Holst in den Tagesthemen gestern gesagt hat, die Deutschen haben den Atomausstieg beschlossen? In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung steht heute auch so ein Unfug. Deutschland steigt zum zweiten Mal aus, steht hier. Dann,
das Ende des 30-jährigen Krieges. Jetzt ist das Ende nach einer 30-jährigen Auseinandersetzung um Atomenergie. Es ist überhaupt nicht wahr. Es ist einfach nicht wahr. Und der Kampf ist auch nicht zu Ende. Es muss abgeschaltet werden. Darüber gibt es doch gar keinen Zweifel. Und was die CDU tut oder die Blockparteien tun, um 25% zu kriegen, das haben wir ja gesehen. Hier ist die Rede, manche Länder müssen Kernenergie verwenden, zweite Seite. Das gibt es überhaupt nicht, die müssen sofort abschalten. Wir haben ihr ganzes Eismeer in Russland bereits verseucht mit ihren ganzen nicht endlagerfähigen Resten von Kerntechnologie. Hier wird also ein Kirill Komarov von Rosatom aus Russland zitiert. Das ist alles Müll. Tatsache ist, dass wir in Deutschland einen Herrn Schäuble als Innenminister hatten, einen Herrn de Maizière als Innenminister hatten, einen Herrn Genscher als Innenminister haben. Jetzt haben wir einen, das ist ganz egal, wie der heißt. Also Herr Friedrich von der CSU. Was der immer von sich gibt, das sind zwei Hauptperspektiven. Beides ist Propaganda und reine Hetzerei. Das eine ist, er behauptet, er macht Sicherheitspolitik durch die volltelematische Überwachung des Lebens. Der Herr Busbach hat sogar gesagt, also das ist wirklich ein Rechtsradikaler, Herr Busbach, CDU, hat gesagt, kein Mensch hat den Anspruch, auf der Straße ohne Kamerakontrolle sich frei zu bewegen. Keiner hat den Anspruch. Keiner hat das Recht dazu. Das ist die Auffassung dieser CDU, CSU-Leute, die jeden Menschen biometrisch vermessen und vollspeichermäßig Scheinanträge für Gesetzesverschärfung stellen, weil sie sagen, wir brauchen zur polizeilichen Sicherheit den Datenzugriff. Diese Anfragen, die sie da angeblich immer zeitverschleppend hinnehmen müssen aufgrund unseres Rechtsstaates, das ist alles Unfug, denn die Volldatenspeicherung der Bankkonten, der Telefone und so weiter sind längst über SWIFT und alle möglichen bei den USA, wobei das aber nicht unbedingt der amerikanische Innenminister ist, sondern diesen Zugriff hier hat das manipulative internationale Kapital. Das wird hier ausgeweitet, zu dem Zweck wird uns Vollüberwachung gemacht und andererseits die Kriminalisierung all derer, die da nicht mitmachen wollen. Da ist gleichzeitig heute die Rede davon gewesen, rechtsradikale Übergriffe, linksradikale Terrorismuswerte sind wieder angestiegen, also der Sicherheitsbedarf steigt. Was sie machen ist, die Demokratie aussetzen, den Rechtsstaat aussetzen, Pluralismus abschaffen, eine völlig auf biometrische Volltelematik-Kontrolle bringende Golem schafft, anstatt die Menschen in ihren Lebensspielräumen miteinander sich zu finden und dann ihre kleinen Grüppchen und ihre Lebenstechniken und das alles frei gewähren zu lassen, aufklärerisch, menschlich. Das ist hier das ernste Wort. Wenn ich diese Schatten-Meinungsführung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mir jeden Tag reintue, dann geht mir die Geduld verloren, und zwar weil nichts von dem, was die schreiben, einschließlich dem grinsenden Merkelchen hier, nichts ist gültig. Ich weiß aber von diesen Menschen, dass die nur teilweise wissen, was tun. Sie treffen sich also mit der chinesischen Regierung. China ist eines der Länder, das diese Sachen durchschaut und sich nicht beherrschen lassen will. Es herrscht aber an den Schnittstellen der Macht zwischen dem weltherrschaftsbeanspruchenden manipulativen Kapital und der chinesischen Eigenmacht an den Schnittlinien herrscht brutalster, extremster Krieg. Wir haben das auch mit Iran, der auch zunächst erstmal nur seine Selbstbestimmung, seine Unabhängigkeit verlangt. An diesen Schnittstellen, in jeder Beziehung, vom Cyberwar, also der Computerverarschung, bis hin zu den ferngesteuerten Drohnen und Waffen, reine Willkür, keine Menschenrechte, alles das nicht. Wer es mir nicht glaubt, kann mal eben beim Deutschlandfunk reinhören, da ist gestern Helmut Schmidt in einer Veranstaltung, also der 93-jährige Altbundeskanzler, den ich nicht besonders schätze, aber der immer sagt, ich war früher dummer, beziehungsweise sagt, er ist jetzt noch immer schlauer geworden, wie blöde muss er denn gewesen sein, der also auch sagt, ja, wir haben ja gar nicht Menschenrechte, sondern wir haben quasi einen Schwebezustand und wohin der umkippt, wissen wir nicht. Also ich möchte mal sagen, Lichtgeschwindigkeit ist nötig, wenn sie vorhanden ist, muss man sich auch derer bedienen. Dennoch, die Sinnlichkeit, der Maßstab, wie Menschen mit Menschen guten Tag sagen, Kaffee trinken oder irgendwas, sich über die Straße helfen, das muss geschützt werden, und das wird geschützt durch das freie Wort und die freie Kunst von mir zum Beispiel und von meinen Genossen. Nicht aber, wenn wir jetzt den Chinesen amerikanische Bau
Spione ins Netz setzen, die dort Sabotage betreiben sollen und uns hier als unsere Prominenz, also au wau wau, als der Oberkünstler, ich hingegen als derjenige, der froh sein muss, dass er nicht von der Polizei weggeschnappt wird. Das ist nicht okay. Ja, die Bereitstellung der Kunst von au wau wau ist völlig uninteressant. Sie wendet sich nur zur Brechstangenpolitik der manipulativen internationalen Kapitalmacht gegen China, um China zu knacken. Aber nicht für unsere Freiheit. Für meine Freiheit ist diese Art von unfreier Machenschaftskunst, wie au wau wau das hier hervorzeigt, ja, er macht Fotos, toll, man muss das nur mal lesen, gestern in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, da werden die Fotos von au wau wau vorgestellt, die werden als große Genialkunst sonst was dargestellt. Es ist Müll. Kein Mensch interessiert das, was der mal vor 20 Jahren in New York fotografiert hat. Ich kenne New York auch von vor 20 Jahren. Ich kenne auch Fotobücher über New York. Ich bin auf dem zweiten Twin Tower oben gewesen 1981. Ich habe in die Gegend geguckt. Nun ist er weg. Ja, was ist denn hier die Mission dieser deutschen Beamten im Sinne des deutschen Staates, der deutschen Staatsdienstklasse, die uns hier diesen chinesischen Au Wau Wau reindrücken wollen? Und da kann ich verstehen, wenn Hertha Müller, die selber von der Stasi zu Tode genötigt worden ist, ihr halbes Leben, wenn die sich für Unterdrückte einsetzt, das verstehe ich. Aber wenn bei uns Staatsdiener hier die deutsche Kunst versauen, indem sie hier statt der deutschen Kunst CSU-Friedrich innenpolitische Datengespensterei durchsetzen, dann muss ich sagen, nein, danke. Und solche Leute werden auch bei mir nicht gepostet. Ich muss das ganz klar sagen, ich bin für freie Argumentation, aber ich möchte dann diese Leute mal befragen, ob sie sich mal über SACEUR, über NATO, über das internationale, militärische, manipulative Potenzial jeden Tag in der Auswirkung auf unsere sogenannte Sicherheit, Geodata, Datenüberwachung und Entlassung von Polizisten und andererseits Kriminalisierung von meinetwegen Moslems, Kurden und Türken, die hier als Wirtschaftsimmigranten mal angekommen sind, die werden den sogenannten islamistischen Verbänden untergeordnet. Das ist alles völlig absurd. Es ist auch völlig undemokratisch und ich verlange, dass unser Staat hier die vorgeschriebene Freiheit, also die auf dem Papier steht, benutzt. Das verstehe ich nicht, wenn mir in der Tagesschau oder im ZDF oder auch beim Deutschlandfunk solche Sprüche vorgemacht werden wie Deutschland hat den Atomausstieg, wir haben überhaupt gar keinen Atomausstieg. Wir haben im Moment die Situation, dass Deutschland innerhalb der NATO in die angängigen Kriege in Libyen, in Syrien, im Sudan und so weiter hineingezogen werden. Und zwar jetzt auf der Schiene des Söldnertums, also der deutsche Staat über die Bundeswehr nimmt Fremdenlegionäre an, die können dann kämpfen, die sind in Deutschland menschlich nicht mehr angebunden. Das ist das, was wir in anderen NATO-Staaten bereits haben, die auch ihre allgemeine Wehrpflicht abgeschaltet haben. Ab heute ist Deutschland sozusagen einen Schritt weitergekommen. Der Werbemanager CSU, Friedrich, Innenminister, hat es uns heute nochmal gesagt in Bezug auf die Ersatzdienstleister von früher. Wir haben das jetzt alles fortschrittlich geregelt. Hervorragend. Gratulation.